dass ein koreanischer Film Best Picture wird, wäre undenkbar gewesen. Es wurde ja auch immer der Academy vorgeworfen, dass die Nominierungen zu wenig divers sind. Dieses Jahr sind viele asiatische SchauspielerInnen nominiert. Ist das jetzt gut? Gleichzeitig sind wenige schwarze SchauspielerInnen. Dafür beschweren sich wieder viele, dass halt keine Frau unter den besten Regie-Nominierungen ist und wenig People of Color nominiert sind. Ich finde diese Debatten ein bisschen müßig, weil man... Wie soll ich sagen, man kann doch nicht annehmen, dass das jetzt gerade den Stand der sozioästhetischen Debatte, die gerade jetzt herrscht, dass die auch immer abgebildet wird im richtigen Verhältnis. Weil an Diversifizierung der Academy-VoterInnen merkt man ja, glaube ich, schon, dass sich das Nominiertenfeld ein bisschen ändert. Du hast diese Asian-American-SchauspielerInnen angesprochen und so. Da, finde ich, merkt man dann schon, dass sie da einen Effort gemacht haben, sich diverser aufzustellen. Weil das muss ich schon sagen, zu sagen, die Academy oder die Oscars repräsentieren oder verlieren an Bedeutung, wenn sie halt immer nur weiße Geschichten auszeichnen, darf man sich da auch nicht wundern, also wenn da quasi dieselben Filme immer wieder und immer wieder ausgezeichnet werden und dann sagen, okay, das ist vielleicht nicht mehr die Gesellschaft, wie wir jetzt leben. Also ich finde die Debatte schon wichtig, insofern gerade, weil ja diese Oscars so weit 2015 gewesen sind, dass man dann halt mehr Leute reingeholt hat, die aus verschiedenen intersektionalen Hintergründen kommen. Und dann hat ja Moonlight zum Beispiel gewonnen. Das wäre ein paar Jahre vorher wahrscheinlich noch nicht gewesen. Dann hätte man wirklich gesagt, okay, La La Land gewinnt. Und diesmal war es Moonlight. Parasite, das ein koreanischer Film, Best Picture, wäre undenkbar gewesen.